möchte ich die hier Versammelten ganz herzlich begrüßen. Ein erfolgreiches Jahr in Kindern. Mit ihrem Einsatz haben wir es geschafft. Das Volk braucht jetzt vor allem das Mitgefühl seines Kaisers. Majestät, Beistand in Zeiten der Not. Und das erfüllt mich. Steht alles hier drin. Mit Stolz und Dankbarkeit. Seine Majestät, Kaiser Wilhelm, hier und heute untertänigst begrüßen zu dürfen. Möge Gott unserem dann König und Landesvater die Kraft erhalten zu den verantwortungsvollen Entscheidungen. Jetzt ich kann mir nur noch beten, dass er sich an mein Manuskript hält. Um des deutschen Volkes Zukunft zu sichern. Meine lieben Freunde von den Krupp'schen Werken, heute gilt es, meinen kaiserlichen Dank auszusprechen dafür, dass ihr so opferwillig eure Pflicht erfüllt habt, für euren obersten Kriegsherrn und ein siegreiches Meine lieben Kruppianer, es soll sich ja keiner einbilden. Ich wüsste nicht Bescheid über eure Not. Oh nein. Was wisst ihr denn schon da oben von unserer Not? Aber ich versichere euch, die Not jeden Tag die schwere Verantwortung für ein Volk von 70 Millionen zu tragen, ist eine viel, viel schwerere Last. Unsere Kinder verhungern. Wem verdanken wir denn unsere Not? Allen voran die verdammten Angelsachsen mit ihrem absoluten Hass der Vernichtung. Wir wollen Frieden. Wir brauchen Demokratie. Männer, Frauen und Mädchen, ich fordere euch auf, nichts als auf die innere Stimme des Gewissens zu hören. Ihr verscheißert uns auch. Und mit mir gemeinsam durch Not und Tod zusammenzuhalten. Ihr an eurem Amboss, ich auf meinem Thron. Ja, das war ja ein hartes Stück Arbeit. Aber ich habe sie wieder auf Linie gebracht, nicht wahr? Mit Verlaub, Majestät, haben die Unruhe im Publikum bemerkt? Die paar Hetzer, die Roten da reingeschmuggelt haben? Nein, nein. Aber jetzt sorg du mal dafür, dass meine Worte umgehend Verbreitung finden. Dann ist nämlich Schluss mit dem Defätismus. Ja. Ach, übrigens, habe ich ja schon erzählt, wer sich mir als Retter der Nation angeboten hat? Nein. Der Bademax. Ausgerechnet der. Er meinte, ich solle eine Regierung der nationalen Einheit bilden mit einem Charakterkopf an der Spitze, der in meinem Auftrag die Führung des Volkes übernimmt. Stell dir mal vor, Mensch, Berg, Charakterkopf. Ausgerechnet der. Der hat überhaupt keine Ahnung von Politik. Ja, ich habe gehört, dass seit Monaten für ihn Reklame gemacht wird in Berlin. Einige unserer sogenannten Volksvertreter scheinen zu meinen, er sei der kommende Reichskanzler. So ein Unsinn. Dieser Mann hat auch im Felde schon ungeheuer versagt. Nein, der ist völlig ungeeignet. Und übrigens, wer mein Reichskanzler wird, das bestimme ja wohl immer noch ich. Die Rede. Die wird auf keinen Fall so veröffentlicht. Kein Wort. Nicht bevor ich sie überarbeitet habe. Jawohl.